Damit seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Nummer 110, Leute, mit Trotz, mit Dolly Boy, zu einem neuen Part Super Mario 3D World mit dem Zwergenfürst in Welt 2. Sehr gut, so sieht's aus. Heute spielen wir mit Dolly Boy hier ein paar Levels. Und dann die Levels, die heute spielen, mit Dolly Boy. Ja, mal ein bisschen mit alle Charaktere mal ausprobieren. Irgendwann werde ich wieder mit Mario spielen. Mario ist dann doch der Beste, aber ich will da auch mal ein paar Charaktere ausprobiert haben. Dolly Boy zum Beispiel. Picundos Wüstenruine. Okay. Ich glaube, der Dolly kann zum Beispiel schlechter springen. Der hat ein paar Probleme mit dem Springen. Dafür kann er, glaube ich, weiter springen. Oder wie? In der Rennen oder so, ich weiß nicht, was genau seine Stärke ist. Ich bin da jetzt nicht so. So gut habe ich mich da nicht darauf vorbereitet. Jetzt haben wir hier Bienen. Na toll. Oh, hier ist der erste Stern. Sehr gut, dass wir da hochgeklettert sind. Mit Katzentod. Bei irgendeinem Spiel, ich glaube Mario Bros. Für die Wii. Da gab es doch, glaube ich, New Super Mario Bros. Für die Wii, da gab es doch mehrere Toads. Bei irgendeinem Spiel gab es, ich weiß nicht, ob das war, aber bei irgendeinem Spiel gab es mehrere Toadfarben. Konntest du eine Toadfarbe aussuchen. Ja, hier ist jetzt blau. Da hast du, glaube ich, noch einen roten und grün. Wie kommt man denn da jetzt hoch? Das ist dann auch wieder zu hoch. Vielleicht von der anderen Seite. Das wird sein. Nein, nicht. Nicht abstürzen. Todi. Ich glaube, das ist nicht mehr aufzuhalten. Verdammt. Jetzt brauche ich meinen Katzensuit wieder. Sehr schön. Katzensuit. Schön mit G geschrieben. Katze. Ganz genau so. Na toll. Wie komme ich jetzt da hoch? Ohne Katzensuit. Tretzend. Nicht sterben hier. Verdammt. Ich brauche den Katzensuit, den es vielleicht hier gibt. Ich dachte, Münzen kriege. Sehr gut, den gibt's hier. Na komm, hier auf den Block. Sehr schön, den gibt's hier hoch. Sehr toll. Da gibt's eine goldene Röhre. Zum Glück noch gerettet. Wollte gerade schon verzweifeln. Ja, das mit den drei Dimensionen. Diese extra Dimension muss ich noch lernen. Ich glaube, wir haben begrenzte Zeit. Wir müssen hier mal ein bisschen. Ach du Scheiße. Geldregen. Krass. Kann man natürlich nicht alles sammeln. Es ist ein bisschen. Aber Level Up haben wir gekriegt. Hier war nochmal die Sprint-Taste. Das war die. Das soll jetzt schnell durch hier. Sprint-Taste muss ich jetzt noch wiederfinden. Ja, das war die Sprint-Taste. Münzen. Ich glaube, ich sollte mal nach. Da war gerade der Checkpoint. Ich sollte mal nach. Nach Sternen Ausschau halten. Da habe ich einen wahrscheinlich schon verpasst. Bienen. Na toll. Was soll ich denn hier mit Feuer Mario?
War mit Feuer tot. Okay, hier nix. Kein Stern, kein grüner Stern. Schade. Uha. Ruhig, langsam. Verdammt. Da ist doch bestimmt ein Stern drin. Das muss ja im letzten Gang. Oder nicht? Das im letzten Gang, das werden wir nicht erfahren. Das war tatsächlich der zweite Stern. Ach du Schande. Das ist der Stempel. Wir brauchen noch den dritten Stern. Captain Toad. Mein Kumpel. Ich glaube, den sollen wir ausschalten hier. Damit Captain Toad gerettet ist, sonst den Stern gibt. Alle sind doch selbst klein. Und jetzt sind wir klein. Die Zeit. Verdammt. Ich. Was wird denn das hier? Das kann doch nichts werden. Sehr schön. Die Perlenstern. Ja, wusste ich doch. Und ab ins Ziel mit mir. Mit drei Sternen und... Ach, Schreck. Mit drei Sternen und den Stempel aufpassen. Wir haben keine Katze, aber was soll es. Ja, goldene Zielflagge. Ist dann jetzt auch egal. Ja, Level geschafft. Egal ist es nicht, aber ja. Hauptsache geschafft. Mario-Stempel. Weiter geht's mit Tolly Boy. 24 Sterne. Ist dann schon Weihnachten oder was? Aha. Jetzt haben wir wieder die Wahl der Qual. Die Qual der Wahl. Du kannst während des Abenteuers Amiibo benutzen. Ja. Ich habe keine Amiibos. Den einzigen Amiibo, den ich habe, ist hier Welt 2-3. Das Welt 2-2 oder was? Machen wir natürlich erstmal. Oh, nee, da müssen wir es freischalten. 2-3? Was mit Welt 2-2? Seltsam. Können wir vielleicht hier freischalten? Einzige Amiibo, den ich habe, ist dieser Chibi-Robobo. Ah, das ist Welt 2-2. Sehr schön. Das war es freischalten. Nee, kann ich hier, glaube ich, nicht einsetzen. Bei Mario Odyssey habe ich schon mal gezeigt. Kannst diesen Level mit Hilfe der Berührungsstörung spielen. Drücke R oder SR, um den Berührungszeiger zu aktivieren. Stelle ihn ein, um einen regenbogenfarbigen Block zu bewegen. Im Handheld-Modus kannst du Blöcke auch bewegen. Gar keine Bock. Bewegungsmodus. Achso, jetzt muss ich hier, what the fuck? Wie? Wenn man den Bewegungs... Achso, da haben wir so eine Hand. Ist ja interessant. Neue Technik eingeführt. Faszinierend. Jetzt hier mit der Hand, die können wir hier. Okay. Ich verstehe es noch nicht hundertprozentig, aber werde ich hoffentlich noch. Die Technik wird hoffentlich nicht zu häufig benutzt. Nur experimentell hier mal eben. Nein. Wie kriege ich das hin, von denen ich ausgeschaltet werden? Ich beherrsche die Technik noch nicht. Ja! Weg mit euch! Ich werde von dir noch tot gemacht. Die Technik nicht beherrsche. Ah, verdammt! Ich hab's kommen sehen.
Okay, ich muss mich jetzt mal mit der Spielsteuerung hier. Das ist, ach so, okay, so ungefähr geht das. Einfach zweimal klicken. Ja! Was mach ich, Ach so, hier. Drauf zeigen muss ich. Was soll denn das werden? Ach, verdammt, lass die Items stehen. Jetzt muss ich mit dem Punkt drauf sein. Ach du Schande. Das wird ein Kampf, das Level. Ach, verdammt. Du raus? Du auch raus? Mit dem Pro-Controller hier. Oh, die Zeit, die gehen nach einer Zeit wieder. Ach du ich. Sekunde. Ach man. Du musst hier mit dem Infrarot auf den. Ich weiß gar nicht, ob das Infrarot noch ist. Ach du Scheiße. Nee, das da runter hätte ich einmal gerne. Und zack. Ach du Schreck. Nein, verdammt. Uff. Den dort. Nicht den dort. Nicht den dort. Ganz entspannt. Nicht den dort. Und den dort. Okay, wie kommt jetzt? Verdammt! Wie komme ich jetzt darüber? Zeit habe ich auch nicht ewig viele hier. Nein. Den weg. Darüber. Da hoch. Ach du Schreck. Nein! Und wieder unten. Ich muss jetzt an den Stern rankommen. Wenn ich dran gekommen ist die Zeit vorbei. Für den Level. Ich schaff den Level in der Zeit nicht. Na ja, komm, wir versuchen den Level zu schaffen. Als anderes zweitrangig. Diese Spielstörung. Wieder hoch und jetzt auch noch die dritte Dimension hier. Ach. Find's ja schön, aber bitte, ja, das wird sich nicht durchsetzen. Ist nicht gut. Ist keine Zukunftstechnologie, das kann man mal experimentellerweise in einem Level machen, aber das ist nichts. Nein. So, Checkpoint. Meine Fresse. Ich sag's doch, die Zeit geht kaputt. Die Zeit geht kaputt, genau. Ich habe keine Zeit, um ins Ziel zu kommen. Ich brauche zu viel Zeit hier unten und Haru. Ich liebe dieses Level. Die Zeit. Die Zeit. Und das letzte Mal alles links liegen. Scheiß mal auf Items, scheiß mal auf alles. Auf Sterne und so. Dafür haben wir hier nicht die Zeit. Das müssen wir einfach mal auslassen. So wie es mir tut. Und ja, das wird eh schon knapp. Aha. So, das werden wir jetzt fertig ist. Ach, Zielflagge, dann kommen wir jetzt hier. Randa. Uff. Gegebenenfalls privat nochmal dran. Wenn ich da wirklich mal Stempel und Sterne finden will. Jetzt im Let's Play. Haben wir geschafft. Ist gut. Zielflagge erreicht. Ja, wir machen natürlich noch, weil es
2-3. Wenn das die Zeit noch hergibt. Ja, easy, würde ich sagen. Unterirdische Schattenspiele. Jetzt 2-3. Auf den Schattenton müssen wir wahrscheinlich auch aufpassen. Du darfst dich auch nicht verletzen. Oder doch. Okay. Hier wird ziemlich viel experimentiert. Ach hier. Der Verhältnis, wo der erste Stern ist. Interessant. Hier verrät uns, wo die Fuzzies sind. Interessant. Das mit dem Schattenbild hier. Feuerblumen. Ist auch neu, oder was? Und gab's das schon? Nein. Feuerblume. Na komm. Möglichst ungetroffen zu werden. Sehr schön. Durch hier. Oh, jetzt müssen wir mit dem Schatten spielen. Schattenspieler. Sehr schön. Oha. Diese Pflanze. Wie kommen wir da denn runter? So kommen wir da runter. Sehr schön, Stempel gesammelt im Schatten. Zur Tür. Ach du Schande, was war denn das jetzt hier? Wir haben nur wenig Zeit. Hier. Der Stern. Das muss man erstmal erkennen durch den Schatten. Uff. Oh nein. Fuzzies. Ich fasse es nicht. Nein, da gab es einen Stern. Einen Stern. Bestimmt. Da ist doch nur eine Pappstatue hier. Mach kaputt. Da gibt es einen Stern von Toddy Boy. Von Captain Toad. Sehr schön. Haben wir die Sterne gesammelt. Und den Stempel ab durch die Tür. Na komm, vielleicht schaffen wir es sogar. Nee, grüne Flagge, würde ich sagen. Piranha-Pflanzen, Stempel. Ja, den einen Stempel haben wir noch nicht gesammelt. Und die drei Sterne dort auch noch nicht. In Level 2, 3, in Level 2, 2. Da seht ihr auch, da wo wir alle drei Münzen gesammelt, alle drei Sterne gesammelt haben, steht so ein grüner Stern über dem Ding. Hier ein Wüstenzelt. Was gibt's da zu holen? Ein Stempel. Sehr schön, gratis Stempel. Grüne Fee. Sehr schön. Den nehme ich natürlich mit. So, übrigens, Katze. Nee, das müssen wir im nächsten Level machen. So, schaffen wir heute noch Welt 2-4. Wenn ich mich nicht irre, passt das noch. Von der Zeit her. Das sind, glaube ich, Galumbas. Kastanien. Dinger. Wenn ich mich nicht vergucke. Ja, vergucke nicht, aber den Namen nicht falsch in Erinnerung habe. Ich dachte, hier gäbe es einen Stern drauf. Habe ich falsch gedacht. Galumbas lassen sich auch nicht so leicht besiegen.
Muss man mehrfach draufschlagen. Da hätte sich die Katze gebrochen können. Da ist der Stern drauf. Irgendwo eine Katze. Katzenzwiebel. Auf den Bäumen vielleicht. Nix. Schade. Katzenzut. Sehr schön. So, erster Stern. So muss das. Das sah völlig nach Stern aus. Durchsichtige Röhren. Wovon die hier auch eingeführt oder gab es die schon früher? Ich weiß es nicht. Ich kann euch Sachen nicht sagen. Bin ja kein Experte in solche Themen. Ach ja, das ist der Checkpoint. Der zweite Stern kommt erst nach dem Checkpoint. Oha, Minigumbas. Ich hätte gerade fast gesagt, diese Plattform sieht nach was Bestimmtem aus, aber nein, gerade so nicht. Ja. Gerade so. In einem Kinderspiel. Doch bitte nicht. Leute. So. Geh mal hoch, wenn der Pfeil nach unten zeigt. Mal nach oben gucken. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Stern. Vielleicht auch erst hier unten. Ein Galumba. Muss man, glaube ich, dreimal treffen. Zwei oder dreimal. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Du willst doch bestimmt einen Stern. Nein. Katzensud. Katzensud. Behalte dich. Gut gesprungen. Und jetzt München. Ich muss da nochmal zurück. Nö. War schon richtig. Gibt's eine Röhre? Eindruckt. Das sieht gut aus. Achso, hier muss ich die Felder freischalten. Sehr schön. Dafür gibt es einen grünen Stern. Mit ein paar Tennisbällen. Lustig. Zum Glück geht hier die Zeit nicht aus. Dann komm rein hier. Zweiter Stern. Ausschau halt nach dem Stempel. Nein. Katzen Mario verloren. Katzen. Tod. Heute hier der Tod. Dritter Stern. Dritter Stern. Dritter Stern. Hallo. Stempel. Nicht. Ach so, Schande. Ja gut, bin ich zu früh gewogen oder? Seltsam.
Mein zwei Sterne, wie es ausschaut. Oh, ein Galumba Level. Drücke B oder nach unten, um den roten Bildschirm am Anfang des Levels, um den Charakter zu wechseln. Aha, okay. Ja. Werden wir machen. Das ist noch extra Level mit einigen Sternen. Zwei Block. Rätselhaus. Willkommen Rätselhaus. Hier findest du in jedem Raum einen Stern. Versuche so viel wie möglich einzusammeln. Und nun tritt ein. Rammt die Tür ein. Achso, oha. Wo soll ich die denn hier besiegen? So. Stern! Uff. Das war knapp. Die Kollegen hier besiegen. Satz mit X. Ach, nur ein Stern und der Gattung da was. Na komm, das kriegen wir doch nochmal hin. Hier, das kommt so, zack. Wie kriegen wir die Koopas besiegt? Alter. Zum Glück können wir es nochmal versuchen, bis wir Game Over gehen. Okay, die kriegen wir ja ganz leicht hin. Weitestgehend. Stell mal die mal auf den Kopf springen und ich bin so inkompetent, ich stelle mich gerade sehr an. Freundy. Wo bleibt meine Konzentration? So, sehr schön. Erster Stern. Kompass. Sehr schön. Uff. Katzen-Gumbas. Die glaube ich gar nicht gebrauchen. Uff. Jetzt war meine Zeit wieder knapp. Nein, das wird knapp, das geht nicht, das klappt nicht, verdammt. Ich brauche nur noch ein paar Anläufe. Und der Part verlängert sich. Der Part geht in die Verlängerung. Jetzt einen Stern nicht kriegen, den ich schon geschafft habe. Das ist natürlich deprimierend dann. Ja, wenn der Panzer nicht trifft. Ach, ist das schön. Ich mag es. Ach, das goldene Blatt hier, das ist. Können wir auch mal präsentieren. Das Design nix kann ja. Für Noobs. Das nix kann ja Item. Dann kannst du musst die einfach nur berühren, die genau schon hast du hier. Ja, das ist jetzt nicht wirklich fairer Kampf, aber ich wollte es nochmal präsentieren. Können wir das noch wechseln hier? Ne, können wir nicht. Ja gut. Siege holte. Easy Sterne. Und mit dem Kleiner kann mir was reißen. Tanuki Suit. Gut, haben wir noch ein paar Sterne eingesammelt. Leben. Leben des Todes. Wie komme ich denn zu dir? Oha, wir müssen den Umweg gehen. Ich tue mir das Leben ab. Ist da drüben auch noch eine Rampe?
Tatsache. Nee, das nicht. Eine kleine Ehrenrunde gerannt. So, ja, haben wir ein paar Level heute geschafft. Nächsten Part geht es dann mit dem hier weiter. Der hat noch einen Stern für uns. Ja, dürft mich nach oben, sollte es gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.